Grüß euch, ich bin der Christoph. Wir gehen heute an den Schwammerlhof und machen ein veganes Suppenpulver. Kommt's mit? Der Schwammerlhof ist ein Pilzzucht- und Verarbeitungsbetrieb. Ich habe mich auf Austernpilze und Edelpilzraritäten spezialisiert, die es europaweit noch nicht im Handel gibt. Ich schaue darauf, dass ich möglichst vieles selber mache, also von der Substratproduktion bis zum fertigen Pilz, ist bei mir alles Handarbeit. Als Nebenprodukt von der Frischpilzproduktion habe ich es Schwammispeis-Suppen- und Gewürzpulver entwickelt, als vegane Alternative zum herkömmlichen Suppenpulver. Für mein Suppenpulver verwende ich hauptsächlich die Stiele, die vermische ich mit Gemüse, vorzugsweise vom Bauernmarkt. Obwohl es aus Pilze gemacht ist, schmeckt es nicht unbedingt nach Pilze. Also es hat eher einen Umami-Fleischgeschmack. Andere Lebensmittelproduzenten können einfach gleich raten, macht es, was euch Spaß macht, probiert es ein bisschen aus und lasst ein bisschen auf euer Umfeld.